So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem Case Opening. Mike ist mit am Start. Wir werden 30 Kisten öffnen. Mike, was hast du für Kisten? 5 Chroma 2, 20 Chroma 1, so alte Schule, Knife cool und sowas alles. Und 5 Fälschenkisten. Jo, ich habe 5 Fälschenkisten, 5 Chroma 2, ich glaube 13 Chroma 1 und 7 Operation Phoenix Kisten. Insgesamt haben wir 30 an der Zahl. Und wir hoffen, wir werden heute ein bisschen reinlacken. An der Zeit wär's mal wieder. Ich werde mit den Phoenix-Kisten anfangen. Ich mit den Chroma. Jo, dann lass uns direkt mal den Regen beginnen. Okay. Drückt uns natürlich die Daumen. Und vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken. Genau. Wenn ihr bei mir auf dem Kanal seid, schaut natürlich auch bei Mike vorbei. Da seht ihr dann auch das Case-Opening und andersrum genauso. Ja. So, dann fangen wir mal an. Willst du anfangen einzählen? Nein. Okay, 3, 2, 1, go. So. Falls ihr vielleicht denkt, warum das jetzt gerade so abgehackt und schnell war, wir hatten gerade schon mal aufgenommen. Und dabei ist uns leider ein kleiner Fehler passiert und ja. Dann beim zweiten Mal wird es immer kürzer. Ich fange mit der Negev Terror an. Ich mit der M4A4 Dragon King. Läuft, ja, ist gar nicht so schlecht von Anfang. Nee. Warte, ich muss mal gucken. Also die letzten Mal haben bei uns immer ziemlich krass reingekackt, deswegen muss jetzt mal was kommen, sonst... Ja gut, beim letzten Case-Opening habe ich das falsche Knife bekommen. Ja gut, dann hat es bei mir halt reingekackt. Deswegen muss man hier wieder was reinklingeln. Eine AWP Asimov Star Trek wäre natürlich nice. Ja, komm Uwe, du musst direkt übertreiben. 3, 2, 1, go. Yay. Oder Knife. Oder Knife, das wäre natürlich Knife. Ziemlich cool, ja. Nein, aber es wird eine MAC-10 Heat. Eine Quicksilver. MAC-10 Heat, ah, die werde ich wahrscheinlich sogar spielen. MAC-10 Heat kann man sich mal geben, ne? No, aber wobei ich die MAC-10 nicht so oft spiele. Aber egal. 3, 2, 1, go! Oh, eine AK Redline. Schön, das ist eine gute dritte Kiste. Ich dachte gerade, what the fuck, wo hast du die Idee jetzt her? Aber du machst ja Phoenix auf. Ja, ich hab Phoenix auf. Viel testet, aber naja, okay. Naja, okay. Ein paar Euro ist auf jeden Fall wieder gut. 3, 2, 1, go. Meine Drinking war übrigens Minimal Wear. Oh, nice. Ja, das ist in Ordnung. Ja, und ich krieg ne OMP Corporal. Ich hab ne MP9 Deadly Poison. Ich hab ne... Okay, was suche ich dran? Du. Ich? Nein, warte. Nein. Du, ich. Also du. 3, 2, 1, go. Oh, da war schon wieder die Dragon King, aber leider vorbei. Ja, und ich krieg wieder die schöne Negev Terran. Die USP Guardian wäre schöner gewesen, einfach weil es auch lila ist. Jetzt bin ich wieder dran, wa? Jupp, genau. 3, 2, 1, go. Ich war so oft, da war gerade die AWP Asimov. Oh, das ist gemein. Das ist echt gemein. Tech-9 Sandstorm. System Lock. Das ist einer so der unnötigsten Skins, weil ich spiele nie M249. Ja, Mann, ist echt so. Ja, Negev ist ja auch nicht besser. Gut, wobei die Spielzeit ab und zu nochmal. Ja, Negev spielt man so schon mal um so, ach komm. Fuck off. Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Meine letzte Chance auf die AWP Asimov. Oh, okay. Ich wünsche dir. Ich krieg sie aber nicht, ich krieg die Negev Terran. Ich krieg die MP9 Deadly Poison. Läuft. So, was mache ich denn? Jetzt mache ich mit Chroma 1 weiter. Ja, dann ziehst du jetzt quasi als erstes auch die Dragon King. Hoffentlich. Hab ich gehört. Ja. Bin dran, oder? Ja. 3, 2, 1, go. Oder war nur bis jetzt ganz, ganz schlechte Skins zu sehen. Ja, Desert Eagle Naga. Nein, es geht doch auf die Dual Berettas Urban Shop. Ich hab schon drauf gewartet, wann kommt sie denn endlich? Und es ist tatsächlich jetzt dann mal die SCAR 20 Grotto geworden. Nein, die Grotto. In Kampfspuren? Lol. Voll gut aus, das ist eine der coolsten, die ich bis jetzt gesehen habe. Sonst waren die alle immer so dunkel und die ist voll blau. Lol. Boah, Uwe, die edit bestimmt. Ja, man, die edit, das edit auf jeden Fall. Das Pattern edit. Bei der Grotto. Klar, Mann. Du musst nur jemanden finden, Cent der dir, Mann. Hättest du noch ein paar Cents drauf wegen dem Pattern? Ja, genau. Alter, ohne Scheiß, Mann. Du bist dran. Würdest du mir schenken, die würde ich nicht annehmen. Ja, Mann, auf niemals. Du bist dran, oder? Okay, 3, 2, 1, go. Na, die Muertos wäre natürlich auch ziemlich cool bei mir jetzt hier so, ne? So ein bisschen. Ich hab den System Lock. Dead
Liebhäuser. Was hast du eigentlich gerade davor bekommen? Ah, die Dual Berettas, ne? Ja, genau. Ja, guck mal, aber auch wenigstens ein lila Skin, wa? Naja, aber das ist kein wirklicher Trost. 3, 2, 1, go. Da war die Dragon King, glaube ich, sogar Star Trek. Jetzt krieg ich jetzt wollen sie mich ärgern. 18 Catacombs. Star Trek System Lock. Yay, läuft bei dir. Jetzt noch kein Factory New Skin gezogen, ich bin traurig. Ich guck gar nicht die ganzen Dinge an, hey, weil den Shit, was ich zieh, ist mir egal, ob ich Factory New oder nicht. 3, 2, 1, go. Die AWP Manor War wäre geil, man. Die habe ich mir zwar gerade gekauft, aber so ein Factory New oder so. Finde ich auch cool. Jetzt habe ich die Grotto. Bin an Star Trek Dual Barrettas vorbei. Ich glaube, ich habe jetzt eher, ich habe auch die Grotto. Also, ey, die sieht auch wieder ganz cool aus. Die ist minimal gewaschen. LOL. Die sehen genau gleich aus. LOL. Mein einziger roter Skin, den ich bis jetzt gezogen habe, das war die AWP Manowar. No. Der einzige rote Skin. Sonst hast du halt nur nice gezogen. Ja, traurig, oder? Ja, total. Ist traurig. Auf jeden Fall. bin ich? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Aber es kann auch nicht mal so richtig reinlacken, so gar nichts mehr, gar nichts mehr bei mir. Also ich habe ja wirklich die letzten Openings, ich habe nur noch Scheiße gezogen. Wie jetzt hat ja auch Catacombs. Also ich habe blaue Skins. Die Redline ist jetzt gerade so das Highlight. Bis jetzt habe ich auch nur blau gezogen, außer die Dragon King. Wie haben wir denn jetzt eigentlich noch vor uns? Ich weiß nicht. Machen wir die noch kurz und dann ziehen wir nach. Ja, okay. Weil ich schon offen habe. 3, 2, 1, go. Oh, da ist die Manowar an mir vorbeigelaufen. Nein. So assi. Ja, ich krieg die Catacombs statt den Naga. Ja, schön. Bei mir genauso. Danach wäre die Grotto gewesen. Okay, was haben wir jetzt hier noch? 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 17 Kisten. Also schon wieder knapp die Hälfte. Warte, was? 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 17. Ja, ja, sorry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich seh schon wieder blau für heute. Oh ja. Du bist dran. Okay, 3, 2, 1 und go. 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 Na los. Boah, zweimal die Kartell vorbei und ich krieg die Deadly Poison. Nice. Ich krieg die Catacombs. Yay. Holy oh, shit. Ist echt madig, man. Blau, alles blau. Und dann noch so scheiße. Also es ist halt blau, ja. Bisschen scheiß Skins. Okay, 3, 2, 1, go. Es könnte besser laufen. Ja, so ein bisschen. Und ich habe die Grotto. So, du denkst so, jede Kiste, okay, jetzt könnte was Cooles kommen. Ja, genau. Jetzt könnte was Cooles kommen. Vor allem, wenn es so rollt, denkst du so, boah, gleich kommt irgendwie so ja, gelb Mann, oder rot ja, oder gelb aber oder rot. Es kommt schon, einfach nur so ein dreckiges Blau. Ja. So ja. Nach dem Motto, das ist manchmal, denke ich mir, die Kiste, also die Gegenstand ist so eine Hand, die dir so ein Wichser zeigt. Und dann kommt die so immer näher und bleibt dann in der Mitte stehen. Ja. Ich wäre bereit für eine schnelle. Ja, lass mal schnell machen. Okay. 3, 2, 1, go. Dual Berettas Urban Shock. Star Trek System Lock. Zündet auch nicht mehr so richtig. Nee. Das waren am Anfang mal ein paar Kisten, wo wir ein bisschen Luck hatten, aber. Ja. Ja, ja. So, dann die nächste. Okay, bin ich dran? Ja. 3, 2, 1, go. Was haben wir mit der Nase aufgemacht? Da war schon wieder die Manowar. Meine Fratze. Und es ist die Quicksilver. Ich krieg die System Lock. Hey, riecht nach Trade-Ups. Aber das Problem ist, du kriegst aus den blauen Trade-Ups kriegst du auch noch so hässliche Lilane raus. Ja. Die sind ja auch ein Koffer wert, Mann. Ja, Mann. Chroma. Ich habe noch 2 Chroma-Kisten, glaube ich. Müsstest du auch noch haben? 3 habe ich. Okay, keine Ahnung. Dann habe ich vielleicht noch woanders eine. Nee, dann doch, also passt. Alles okay. 3, 2, 1, go. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr in letzter Zeit irgendwie was Gutes gezogen habt. Ich habe langsam echt so das Gefühl, dass irgendwie so am Anfang wird man so gelockt, da kriegt man dann ein paar Belohnungen. Irgendwann kriegst du einfach gar nichts mehr so richtig. Ja, aber ja, man liest halt immer so wieder was anderes und keine Ahnung. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so zieht. Also ich lese immer in Facebook, lese ich ultra viel. So, ich habe 2 Kisten geöffnet, hab hier Karambit, Fate, Ficken, Pisse, Star Trek,
Andere hat, oh, ich habe heute mal eine geöffnet, habe AWP Hyper Beast Star Trek bekommen. Der andere halt, ich, das so, der sowas liest man den ganzen Zeit, gedroppt. Ohne Witz, sowas liest man den ganzen Tag in Facebook und ich sitz hier, mach 500 scheiß Kisten auf und krieg ein bisschen blauen Shit. Dann denke ich mir doch auch so, hey, komm, weiß ich nicht. Okay, genug gefrustet. In der Zeit, wo du das jetzt gesagt hast, haben 500 Leute Knife gezogen auf der Welt. mindestens. Ja. Bin ich oder du dran? Keine Ahnung, mach einfach. 3, 2, 1, go. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dran war. Okay, vielleicht ist es ein... Weißt du, du leitest dir auch aus jedem Scheiß Glück her. Also, ja, Mann. Vielleicht bringt es jetzt Glück, will ich okay, direkt. Letzte Kiste. System Law. Quicksilver. Ich muss mal kurz meine Kisten sortieren. Wir haben ja eine mehr. Wir haben ja noch eine Falchen-Case gedroppt bekommen. Ja, ich gehe auch nach den Schlüssen jetzt besser. Ja, dann muss ich jetzt Chroma 2 öffnen, theoretisch. Okay. Wie viele hast du denn noch? Ich habe jetzt noch 2, 4, 6, 8, 9 Kisten. 9? Und dann halt die eine, was noch gedroppt worden ist, also quasi 10. Ja. Das ist irgendwas falsch. Wie viel hast du denn noch? Ich hab 11. Lol, was ist das Schiff gelaufen? Ich hab zu wenig Kisten gekauft. Also das mache ich einfach eben die eine Chroma noch auf. Und warte mal kurz. Dann starten wir zusammen die Chroma 2 und falschen Kisten. Komisch. Egal. Warte mal, ich zähle mal einfach meine normalen Gegenstände, was ich jetzt rausbekommen habe. Okay. Dann sehe ich ja, was wie viele Kisten wir geöffnet haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 habe ich schon geöffnet. 6, 12, 18, 19, ja. Dann müsste, habe ich, ach, was weiß ich. Ja komm, ich mache einen Chroma eben kurz nee, auf. Nee, ja? Ich kaufe mir einfach noch eine Phönix. Fertig. Das ist jetzt die eine. Ich die weiß eine, nicht, was ich immer mache. Alter, wie kann ich so einen Scheiß zusammen kaufen? Okay. So, we're back. Okay, dann öffnen wir die jetzt direkt. Dann machen wir das so. Du bist dran. 3, 2, 1, go. War ganz so entspannt gesagt, so, ne? Voll locker. Es kam ganz locker eine Corporal raus. 5-mal hintereinander Glock 18 Catacombs. Läuft mir die eigentlich gesagt. So, dann kommen jetzt Chroma 2 und am Schluss dann noch die Völkchen. Ja. Völkchen. Den biestigen Shit heben wir uns zuletzt auch. Oh Mann. Jo, 3, 2, 1, go. Ich glaube ja schon echt nicht mehr an das Wunder von CSGO. Ja, es ist halt echt so. Das ist das Wunder. Und bam. Ja. Alter, wie ich echt bis jetzt blau gezogen habe, en masse. Na ja, Mann, ist echt so. Du bist da. 3, 2, 1, go. Oh, eine Origami, die wollte ich schon immer mal haben. Ich habe eine Wurmgott. Das ist noch ganz cool. Da hat man wenigstens die Kiste wieder drauf. Ja. Drei, zwei, eins, go. Oh, da war die Neon Rider. Oh, da waren zwei Galil Eco und ein Hyper Beast. Und ich krieg die AK Elite Build. Und da wäre die Star Trek Farmers Jin gekommen. Ich hab auch die AK Elite Build. Im Kampf spielen. Viel testet. Noch zwei Chroma 2. Du bist dran, glaub ich. Drei, zwei, eins, go. Eine UMP Grand Prix. Ich habe die Bronze Deko. Deko? Bronze Deko. Die sieht an sich ganz cool aus, aber ja. Blauer Skin. Ja. Das zieht halt automatisch so. Gleich runter. Das ist halt echt so. Bin jetzt hier mal wieder für irgendwas Gutes. 3, 2, 1, go. Mann, die Kisten gehen weg, eine nach der anderen. Ja. Und es kommt ja, nur Scheiße raus, Mann. Das ist halt echt so. So witzlos eigentlich. Okay. Wieder die Elite-Build. Origami. Ganz am Anfang war die ja wenigstens noch echt was wert. Also ganz, oh, ja. Ganz frisch, aber ja. Gut, da waren noch die Kisten noch so schweineteuer. So, jetzt habe ich noch 5 falschen Cases, beziehungsweise 6. Wir haben mal eine noch gezogen.
Die mache ich jetzt Schluss auf. Achso, nee, mache ich nicht auf. Nicht? Nee. Warum? Achso, ja, doch. Ich kann die noch aufmachen, aber ich habe dann halt eine über. Ich habe nur 5 Keys. Okay. Okay. Fang an. 3, 2, 1, go. Ich bin gespannt. Hier gibt es wenigstens noch ein paar coole Skins, die ich jetzt auch zocken werde. Ja, oder auf jeden Fall. Oder Cyrex, bleibt doch stehen und nimm nicht die Nova Ranger. Ja, ich möchte auch nicht die UMP Riot haben. Oh man. Ist so traurig einfach nur. Es ist so traurig. Ja. Die Cyrex wäre mal wenigstens cool gewesen. Das wäre so. Ja, ein cooler pinker Skin gewesen. Aber nein. Ja, wann spielst du die SG553? Ja, ich hätte die verkauft. Die ist halt wenigstens ein paar Euro wert. Achso, ja, okay. Dafür habe ich die Nova Ranger bekommen. Die ist ein paar Cent wert wahrscheinlich. Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Da wollen wir mal gucken, was jetzt noch so geht auf die letzten paar Kisten. Oh, die AK-47 Aquamarine. Nice. Wow, einmal Glück. Einmal Glück. Nice. Bitte, bitte ein guter Zustand. Bitte ein guter Zustand. Viel testet, okay. Aber, okay, ich muss kurz gucken, was die Wert ist. Ja, weil ich guck auch mal einfach so just for the lulz. Aber du bist wahrscheinlich schneller. Ich muss ja im Markt nachgucken. Oh, okay, die sieht noch gut aus. 50 Euro. Übel gut. Wow. Das läuft auf jeden Fall. Das läuft auf jeden Fall. Sehr schön. Das ist echt nice jetzt. Wenigstens noch so ein Lichtblick mal. Ja. Es ist zwar echt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich weiß, in den Videos heißt es immer, ey, sei doch froh, wenigstens hast du mal was gezogen. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie viele Kisten wir schon geöffnet haben und wie viel wir auch gar nicht hochgeladen haben, weil wir einfach nur dreckige Scheiße gezogen haben. Ja, aber selbstverständlich wissen wir, dass es eigentlich nur Geldverbrenner ist. Wir regen uns jetzt zwar drüber auf, aber uns macht es auch irgendwo Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Bla 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 bla. Okay, zählt an. Okay, 3, ich war gerade eben kurz eingelegt, sorry. 3, 2, 1, go. Das war so koksig. Ja, bin gerade kurz eingeschlafen. Ja, Mann! M4 Evil Daimyo. Alter, jetzt lass sie rein, los? Oder was? Was ist los bei dir? Ja, Mann. Die gefällt mir auf jeden Fall optisch auch richtig gut, aber ich glaube, die ist jetzt auch nicht so viel wert. Die ist vielleicht ein paar Euro wieder wert, aber ich will mich nicht beschweren. Okay. Hau raus. 3, 2, 1, go. Jetzt so kannst du hier noch ein bisschen weitergehen, Mann. Ja, ja, komm. Nee, Glock 18, Bunsen Burner. Wow. Ich glaube, den schlechtesten Lila-Skin, den man haben kann. Die Negev. Ja, läuft. So, ich werde die eine Fällchen-Case jetzt noch öffnen. Ja, mache ich auch. Hä, warum habe ich dafür noch einen Schlüssel? Irgendwas stimmt in meiner Rechnung nicht, Mann. Okay, egal. du musst. Okay, letzte Kiste. Vielleicht noch ein bisschen Glück. Ja, Mann. Gib, Gaiden, gib. Gib, gib. 3, 2, 1 und go. Daumen drücken. Aber ich glaube halt echt nicht dran. Es kommt jetzt ein dreckiger blaues Skin. Ja, eine Nova Ranger. Es hätte wenigstens die CZ75 Auto Yellow Jacket sein können. Bei mir auch die Bunsen Burner. So, ich trade jetzt noch ein bisschen ab. Ja, stimmt. Ich bin halt echt gerade im Überlegen, ob ich noch ein paar Phoenix-Kisten aufmachen soll. Weil es bei mir halt gerade schon gut reingelackt hat. Ey, warum habe ich da noch eine Fälschen-Case? Was stimmt nicht bei mir heute? Das sind wahrscheinlich einfach 6 Fälschen-Cases. Okay, dann muss ich jetzt auch noch öffnen. Hä? Also, ich zähle immer alles genau ab, kaufe dann die Schlüssel und es funktioniert einfach nichts. Okay. Vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen Glück. Nein, gibt's nicht. Bunsen Burner. Bunsen Burner. Wie spricht man die bei denn überhaupt aus? Bunsen Burner. Bunsen Burner. Bunsen Burner. Bunsen Burner. Bunsen Burner. Bunsen Boner. Was sagst du? Soll ich mein Glück fordern und noch 5 Phoenix öffnen? Boah, ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht. So ein bisschen reingelackt hat's ja jetzt. Doch, ich glaube, ich kaufe noch 5. Ich muss jetzt echt. 5 ist noch okay, 5 geht noch rein. Wenn ich schon mal ein bisschen Glück habe. Und dann auch noch ein paar Trade-Ups machen, wo dann auch nur Müll rauskommt. Ah, die Aquamarine bringt mich jetzt
Ja, die werde ich wahrscheinlich sogar spielen. Okay. Ja, oder die. Ah, ich weiß es nicht. Mal gucken, weil wenn ich die verkaufe, könnte ich mir vielleicht einen Knife wiederholen. Das wäre auf jeden Fall verlockender. Dann würde ich lieber die Case Hardened weiterspielen. Die gefällt mir optisch auch extrem gut. Heaven Guard! Yay! Die wollte ich schon immer. Hast du. Ja, deine Swag 7 hast du nicht mehr, gell? Doch, klar. Doch, die noch mit den Aufklebern. Ja, natürlich. Läuft mit dir. Farmer Sergeant. Mal gucken, ob ich noch einen lila Contract hinkriege, aber ich glaube nicht. Ansonsten werde ich die wahrscheinlich auch spielen, weil wert ist die, glaube ich, auch im Koffer nur noch. Und der Negev Terra. Okay, das war. Nicht die beste Idee, nochmal 5 zu öffnen, aber ich ziehe es jetzt noch durch. Wer weiß, was noch kommt auf den letzten zwei Kisten. Vielleicht kommt ja noch eine Ork Chameleon. Oder noch das würde ich so feiern. Das wäre so voll, das wäre so noch so Salz in die Wunde irgendwie. Immer die Ork 7, die Ork Chameleon. Nein, es kommt nur noch blaue Scheiße. Danke, Gaben. HDNL.